Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie hier heute mit mir die nächsten 1,5 Stunden verbringen werden. Nicht auf der Suche nach dem starken Mann, wie eigentlich im ursprünglichen Programm vorgesehen, sondern auf der Suche nach frauenengagierten Politikerinnen und Frauen. Frauen und Politik 1918 bis heute. Ambivalente Blicke auf die Geschlechterverhältnisse im 20. Jahrhundert. Warum sprechen wir von Ambivalenzen? Warum sprechen wir von ambivalenten Blicken, wenn wir in die Geschlechtergeschichte des 20. Jahrhunderts schauen? Ambivalent deshalb, weil es keine geradlinige Entwicklung war, sozusagen vom Wahlrecht zur Bundespräsidentin, die es ja in Österreich noch gar nicht gab, sondern weil diese Entwicklung, diese Geschichte von vielen Brüchen, von Rückentwicklungen, von offenen Feldern geprägt ist. Ambivalent auch deshalb, weil Frauen, auch frauenpolitisch engagierte Frauen, nie eine homogene Gruppe waren, sondern im Gegenteil eine Gruppe mit sehr differenten und differenzierten Ansichten sein können. Die Akteure und Akteurinnen gehören verschiedenen ideologischen Gruppierungen an und unterscheiden sich durch ihre Standpunkte und auch durch ihre Forderungen. Zum Beispiel die unterschiedlichen Gruppen konnten sein Katholikinnen, Arbeiterinnen oder bürgerlich-liberale Frauen. Ambivalent auch deshalb, weil auch der frauenhistorische Blick in seiner wissenschaftlich-theoretischen Perspektive seit dem Beginn der historischen Frauenforschung in den 1970er Jahren sich sehr stark verändert hat. Frauen als politische Subjekte werden heute nicht mehr einseitig als Opfer eines patriarchalen Herrschaftssystems betrachtet, auch nicht ausschließlich als Täterinnen, die selbst dieses Patriarchat mitgestützt haben, sondern als ambivalente Akteurinnen, die individuell widerständisch sein konnten, aber gleichzeitig auch Systemerhalterinnen. Ambivalent auch im Sinne eines erweiterten Forschungsblicks, der Geschlechterforschung, die sich aus der Frauenforschung entwickelt hat und die Geschlechterverhältnisse in den Vordergrund stellt und auch diese Kategorie Geschlecht mit anderen Kategorien wie der sozialen und ethnischen Herkunft verknüpft. Wir nennen das in den Gender Studies die Intersektionalität. Die Intersektionalität, dieser Ansatz, will eben diesen verknüpfenden Blick von mehreren Kategorien. Ich nenne Ihnen vielleicht ein Beispiel, und zwar die Frauenbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts, die bürgerlich-liberale Frauenbewegung, die kämpfte für Frauenrechte und für Frauenbildung in Deutschland und in Österreich. Aber, und das zeigt ein Blick, wenn man auch andere Kategorien außerhalb der des Geschlechts noch hinzuzieht, sie forderten dies ausschließlich für Frauen aus dem bürgerlichen, weißen, europäischen Milieu oder Umfeld. Ihre Einstellung zu beispielsweise indigenen Frauen in den damaligen deutschen Kolonien war geprägt von der Idee eines besseren, kultivierteren Kultur der weißen Frau und keineswegs von Gleichheit und Gleichberechtigung im Hinblick auf diese Frauen. Ähnliche Debatten gab es auch in den 1970er Jahren in den USA, wo die Women of Color den frauenbewegten weißen Amerikanerinnen vorwarfen, dass ihr Engagement hauptsächlich sich auf schichtbezogene, weiße, bürgerliche Mittelstandsfrauen bezog. Gut, soweit zu dieser Begriffserklärung. Im Folgenden möchte ich mehr oder weniger chronologisch mit Ihnen die Meilensteine der geschlechterpolitischen Entwicklungen in Österreich durchgehen und aufzeigen. Sie finden hier auf meinem Eingangsbild eine Demonstration, eine riesige Menschenmenge. Ich sage Ihnen gleich, sehr viele Frauen darunter. Vielleicht können Sie es erkennen, wo diese Menschenmenge sich befindet. Es ist in Linz am Hauptplatz. Dieses Bild ist von 1951, eine Demonstration anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März. Und das war ein ganz großes Ereignis und da sind auch die Wiener Politikerinnen nach Linz gekommen, deshalb diese große, große Menge. Im Februar 1919 waren in der neu konstituierten Republik Deutsch-Österreich erstmals auch Frauen aktiv und passiv wahlberechtigt. Wie auch in anderen europäischen Ländern war es der verlorene Krieg, der einer Demokratisierung Vorschub leistete. Die neue demokratische Verfassung sah nun das allgemeine Wahlrecht, das in der Habsburger Monarchie ja bereits 1907 für Männer eingeführt worden war, auch für Frauen vor und verankerte die Verfassungs-
rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau. Und das war in diesem Paket ein geschlechterpolitisches Novum. Wenn wir jetzt einen kleinen Blick zurück in die Habsburger Monarchie werfen, dann sehen wir, dass allgemein die politische Partizipation von Frauen nicht nur auf dem Gebiet des heutigen Österreichs, sondern in ganz Europa und auch in den USA eine kontroverse Debatte um das Frauenwahlrecht vorausgegangen war. In der Habsburger Monarchie waren seit den 1880er Jahren zahlreiche Vereine um Rechte und eine bessere gesellschaftliche Stellung von Frauen engagiert. Diese Frauenvereine beschäftigten sich mit sogenannten Frauenfragen. Offiziell waren dies aber allerdings keine politischen Vereine. Eine Voraussetzung für die Gründung eines Frauenvereins war es nämlich, eine politische Ausrichtung dezidiert zu verneinen. Denn laut gültigem Vereinsgesetz aus dem Jahre 1867 war es Frauen verboten, politischen Vereine zu gründen oder auch nur anzugehören. Ausländern, Frauenspersonen und Minderjährigen ist die Mitgliedschaft in politischen Vereinen verboten. Ich zitiere den Paragraph 30 des Vereinsgesetzes. Die Frauenvereine wurden deshalb vielfach als Kultur- und Bildungsvereine bezeichnet oder als Berufsvereine gegründet oder als karitative Vereine tituliert. Das Verbot richtete sich vor allem gegen die politischen Emanzipationsbestrebungen der sozialdemokratischen Frauen. Die bürgerlichen Frauenvereine waren schon deshalb weniger von dem Verbot betroffen, weil sie ihr eigenes Engagement als unpolitisch betrachteten. Grundsätzlich kann man in dieser Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, drei soziale und ideologische Gruppen von Frauen unterscheiden, die sich in der Monarchie in derartigen Vereinen organisierten. Arbeiterinnen und Proletarierinnen, katholische Frauen und bürgerlich-liberale Frauen. Sie standen jeweils den neuen politischen Organisationen, den Parteien, nämlich der Sozialdemokratie, den Christlich-Sozialen und den Großdeutschen nahe. Auch unterschieden sich nicht nur durch die Herkunft ihrer Protagonistinnen und die soziale Schicht, sondern auch ganz maßgeblich in ihren Forderungen und auch in ihrer Einstellung und in ihrer Meinung über Geschlechterverhältnisse oder die Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft. Beispielsweise waren sehr wichtige Themen für die bürgerlichen Frauen höhere Mädchenbildung und der Universitätszugang für Frauen, der erst ab Ende des 19. Jahrhunderts realisiert wurde. 1897 öffnete die erste Fakultät in Österreich ihre Pforten für Studentinnen. Das war die Philosophische Fakultät in Wien. Die letzte übrigens war erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 die katholische Theologie. Das waren wichtige Themen der bürgerlichen Frauen. Sie wollten eben mit dieser Bildung, mit dieser Steigerung an Möglichkeit an Bildung auch bessere Ausbildung für bürgerliche junge Frauen und damit Berufsmöglichkeiten, adäquate. Sozialdemokratische Frauen, Arbeiterinnen hatten als zentrales Anliegen bessere Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen und Arbeiter, ebenso von Arbeitern, Schutzvorschriften, Urlaubsregelungen und vor allem das politische Mitspracherecht. Katholische Frauen betätigten sich hauptsächlich wohltätig und waren karitativ aktiv. Und für sie stand im Vordergrund eigentlich eine unterschiedliche Sphäre von Männern und Frauen in der Gesellschaft, also eine gottgewollte Geschlechterdifferenz, wie man es in der Forschung nennt. Und sie hatten zum Ziel, die sogenannten weiblichen Tugenden aufgewertet zu wissen. Das heißt zum Beispiel die Mütterlichkeit in einem karitativen, sozialen Sinn wie auch in einem politischen Sinn, biologischen Sinn, mehr Beachtung zu finden und Frauen auch zu unterstützen in dieser Funktion. Diese drei ideologischen Richtungen frauenpolitisch engagierter Gruppen unterschieden sich also nicht nur hinsichtlich ihrer Herkunft und Ideologie, wie ich schon gesagt habe, sondern auch in Bezug auf ihre Forderungen. Und das werden wir auch in der Ersten Republik wiederfinden. Man kann sagen, dass die sozialdemokratischen Frauen und die bürgerlich-liberalen Frauen grundsätzlich modernisierungsorientiert waren. Das heißt, dass sie die Gleichstellung von Männern und Frauen als vordergründig betrachteten und auch manche inhaltliche Berührungspunkte fanden, zum Beispiel die verfassungsrechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen und auch das Wahlrecht, das Frauenwahlrecht.
Als Kampftag für Frauenrechte, insbesondere das politische Wahlrecht, entwickelte sich ab 1911 die Internationalen Frauentage. Wir haben ja heuer 2011 das 100. Jubiläum sozusagen dieser Frauentage begangen. Diese Internationalen Frauentage entwickelten sich auf Initiative der sozialdemokratischen Frauen und wurden jährlich in einigen Ländern Europas und in den USA begangen und gefeiert und sollten vor allem auf das Wahlrecht vorerst aufmerksam machen. Nun, nach dem Ersten Weltkrieg waren es vor allem die Sozialdemokraten, die sich für die Einführung des Frauenwahlrechts stark machten. Die christlich-soziale Partei war ursprünglich eigentlich dagegen. Ihre Idee war die eines Familienwahlrechts, sozusagen der Mann und Vater sollte die Familie mit seinem Wahlverhalten vertreten. Und eine Einigung wurde dann erzielt, dass mit dem Wahlrecht auch eine Wahlpflicht eingeführt wurde. Der Hintergrund war der, dass man damit garantieren wollte, dass auch christlich-soziale Frauen auch tatsächlich wählen gehen, wenn sie verpflichtet sind. Die Befürchtung war nämlich, dass die sozialdemokratischen Frauen mehr politisiert wären und deshalb auch mehr wählen würden und damit das Frauenwahlrecht die Sozialdemokratie unterstützen würde. Diese Befürchtung war allerdings unbegründet, wie sich zeigte, denn gerade am Anfang der Ersten Republik wählten Frauen eher konservativ, also eher die christlich-soziale Partei und eher die Großdeutsche Volkspartei als die Sozialdemokratie. Wie wissen wir das, was wer gewählt hat? Also Wählerstromanalysen, all das, was wir heute gewohnt sind, war noch nicht so entwickelt, aber es gab ein Unikum in der Ersten Republik. Die Wahlkuverts waren für Männer und Frauen farblich unterschiedlich und deshalb kann man sehr gut nachvollziehen, wie das Wahlverhalten war. Die Stimmen wurden auch getrennt ausgezählt und deshalb konnte man eben sehen, wie sich dieses Wahlverhalten entwickelt hat. Das Wahlkuvert wird für Männer aus lichtgrauen, für Frauen aus blaugrauen Papier hergestellt. So sieht es das Wahlgesetz vor. Ausgenommen vom Wahlrecht blieben übrigens Frauenspersonen, welche unter sittenpolizeilicher Überwachung stehen, so der Paragraph 13, also beispielsweise Prostituierte. Insgesamt kann man dieses hohe Interesse an dem Wahlverhalten von Frauen auch interpretieren als Skepsis. Wie werden sich denn die Frauen verhalten? Wählen sie auch tatsächlich unsere Partei? 1919 zogen schließlich dann 10 Frauen ins Parlament ein, 8 sozialdemokratische Frauen, eine christlich-soziale und eine Vertreterin für die Großdeutsche Volkspartei. Die Politikerinnen im Parlament der Ersten Republik vertraten vor allem Frauenthemen, Frauenangelegenheiten, aber sie vertraten eigentlich nicht, was man sagen kann, einen gemeinsamen solidarischen Frauenstandpunkt, da ihre Standpunkte, ihre Ideologien, ihre Blickwinkel je nach Partei sehr unterschiedlich waren. Und generell kann man sagen, dass die meisten ihrer Forderungen, die sie stellten, abgelehnt wurden. Abgelehnt wurde beispielsweise die Forderung nach öffentlich finanzierten höheren Mädchenschulen. Die Argumentation war dahingehend, dass höhere Mädchenausbildung zu mehr Arbeitslosigkeit führen würde, weil Männer dadurch Arbeitsplätze verlieren würden, wenn Frauen verstärkt in den Berufsmarkt kommen. Außerdem wurde auch argumentiert, dass die Doppelbelastung von Frauen als Berufstätige das Familienleben beeinträchtigen könnte. Abgelehnt wurden auch die Forderungen nach den Reformen des Familienrechts, die Forderung vor allem nach einer Zivilehe mit Scheidungsrecht, das eine Wiederverheiratung ermöglichen würde. Das Eherecht in der Ersten Republik war sehr kompliziert und wurde auch sehr unterschiedlich zum Teil gehandhabt. Prinzipiell war es sehr stark an die katholische Ehe ausgerichtet und Katholiken konnten sich zwar scheiden lassen von Tisch und Bett, allerdings nicht die Ehe auflösen. Was hieß, dass es nicht möglich war, eigentlich eine neue Beziehung einzugehen oder noch einmal zu heiraten. Und Ehebruch war zudem strafbar. Weitere politische Reizthemen in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse in den 1920er Jahren waren Themen der Erwerbstätigkeit. Sollten Frauen außerhäuslich erwerbstätig sein, lautete so eine Frage.
Da ging es hauptsächlich auch um die Frage nach, sollen Frauen, die auch im Ersten Weltkrieg schon kriegsbedingt Männer Arbeitsplätze übernommen hatten, diese wieder hergeben. Später wurden auch Beamtinnen von ihren Arbeitsplätzen zurückgedrängt und das sollte eben diese Idee, Frauen sollen bei der Familie bleiben und diese Trennung der Sphären Öffentlichkeit und Privat nach Geschlechtern. Das war dieses Grundmodell des bürgerlichen Familienideals, das bereits aus dem 19. Jahrhundert lanciert wurde und wo eben komplett unterschiedliche Bereiche von Männern und Frauen in der Gesellschaft vorgesehen waren. Auch die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit blieb ungelöst in der Ersten Republik. Ein weiteres Reizthema waren Hausarbeit und Kindererziehung. Sollten Männer Hausarbeit leisten, fragte Ende der 1920er Jahre die sozialdemokratische Frauenzeitschrift Die Unzufriedene. Anlass war die Frage der Haushaltsbeteiligung von arbeitslosen Männern mit Frauen, die erwerbstätig waren. Und das waren im Zuge der Wirtschaftskrise, der hohen Arbeitslosigkeit gar nicht so wenige. Es war natürlich eine auch sehr umstrittene Frage und die Unzufriedene forderte immer wieder in zahllosen Artikeln Männer zur Mithilfe in der Familien- und Hausarbeit auf und thematisierte vor allem die Doppelbelastung von Frauen durch Beruf und Familienarbeit. Zur Entlastung von doppelbelasteten Frauen forderten sozialdemokratische Politikerinnen auch Mutterschutz, Schwangerschaftsurlaub, Kinderbetreuungsstätten und Pflichtalimente für uneheliche Väter. Generell kann man sagen, dass die Sozialdemokratische Partei durchgehend Mandatarinnen im Nationalrat der Ersten Republik hatte. Hier sehen Sie eine zeitgenössische Statistik über die Verteilung der Mandatarinnen in der Ersten Republik. Und da sehen Sie, die ersten waren 8, wie ich schon erwähnt habe, 8 sozialdemokratische Politikerinnen, eine christlich-soziale und eine großdeutsche. Durchgehend Sozialdemokratinnen im Parlament, aber es gab eine Zeit, vor allem zwischen 1927 und 1930, wo nur Sozialdemokratinnen im Parlament waren. Und das wurde heftigst kritisiert von allen Frauen und der politischen Fraktionen und vor allem vom Unabhängigen Bund österreichischer Frauenvereine. Das war, die waren eine Gruppe von bürgerlich-liberalen Frauen, die keine Anbindung an eine Partei hatte. Sie waren großdeutsch einerseits, aber auch katholisch. Es war eine sehr gemischte Gruppe, würde ich sagen. Und die haben dann massiv auch da Druck gemacht und mobilisiert, dass bei den Wahlen 1930 auch wieder Frauen in diesen Parteien nominiert würden. Wer waren die wichtigsten Vertreterinnen? Ich habe jetzt nur einige hier mitgenommen sozusagen. Adelheid Popp war sicher eine der Protagonistinnen der sozialdemokratischen Frauen. Sie war schon in der Monarchie ganz aktiv, seit Ende des 19. Jahrhunderts tätig im Reichsfrauenkomitee. Das war der Dachverband der sozialdemokratischen Frauen und dann eigentlich die gesamte Erste Republik im Parlament vertreten. Hildegard Burian war die erste Parlamentarin, Nationalrätin für die Christlich-Soziale Partei. Sie war von der katholischen Frauenbewegung, ist allerdings nur ein Jahr im Parlament geblieben. Es ist nicht belegt, aber lässt sich auch interpretieren. Sie war ursprünglich Jüdin und ist zum Katholizismus konvertiert und das aufgrund auch eines gewissen Antisemitismus, sie dann dazu bewogen wurde, auch das Parlament wieder zu verlassen. Aber das lässt sich nicht belegen. Sie hat später in den 20er Jahren die Caritas Socialis gegründet. Eine wichtige Figur, und da komme ich zurück zu dem Bund österreichischer Frauenvereine, den ich genannt habe, war Marianne Heinisch, die fast 90-jährig oder die 90-jährig dann 1929 aufgrund dieses Protests der fehlenden Abgeordneten der christlich-sozialen und großdeutschen Partei die Frauenpartei gegründet hat, 1929, und eben dafür eingetreten ist, dass das Wahlrecht noch keine Gleichberechtigung bedeutet und dass da mehr passieren muss. Die organisierten katholischen Frauen haben 1930 sogar mit einem Wahlboykott gedroht und es waren immerhin 130.000 organisierte Frauen, falls nicht wählbare Frauen in der christlich-sozialen Partei beispielsweise an eine wählbare Stelle kommen. Das hat dann auch Wirkung gezeigt und wie Sie an der vorhergehenden
Statistik gesehen haben, sind auch wieder eine Vertreterin für die Christlich-Soziale Partei und eine Vertreterin für die Großdeutsche Partei ins Parlament eingezogen 1930. Die Frauenpartei selbst ist nicht bei den Nationalratswahlen angetreten. Sie ist auf Landesebene aktiv gewesen, aber hat eigentlich in der Realpolitik eine relativ geringe Rolle gespielt und ist dann 1933 auch der Vaterländischen Front beigetreten. Die Ausschaltung des Parlaments 1933 bedeutete das Ende der Ersten Republik und damit der Demokratie. Das hatte auch massive Auswirkungen auf die rechtliche Stellung von Frauen und auf die Frauenpolitik. Die Frauenpartei sowie generell parteipolitisch organisierte Frauen verloren ihre Mitsprachemöglichkeiten und mit der Mai-Verfassung 1934 wurde die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz abgeschafft. Die Frauenpolitik im autoritären Ständestaat wurde vom Frauenreferat, vom Mutterschutzwerk der Vaterländischen Front und den katholischen Frauenorganisationen übernommen. Diese begrüßten die Errichtung eines christlichen Ständestaates. Sie erhofften sich nämlich mehr Partizipationsmöglichkeiten an der Macht und eine stärkere Vertretung ihrer Interessen. An der Spitze der politisch organisierten Katholikinnen standen Frauen des Hochadels, beispielsweise von 1925 bis 1936 Präsidentin der katholischen Reichsfrauenorganisation war Fanny von Starnberg, die auch Leiterin des Frauenreferates der Vaterländischen Front war. Allerdings die erhoffte Partizipation oder die erhoffte Stärkung der Frauenorganisation trat nicht ein. Die Zerstörung der Demokratie bedeutete eine weitgehende Entrechtung von Frauen, da das Regime Dollfuß Frauen aus politischen Positionen ausschloss. Politische Mitsprache sollte im autoritären Ständestaat über Berufsstände funktionieren, was beispielsweise per se nicht erwerbstätige Frauen, Hausfrauen aus der politischen Mitsprache ausschloss. Und zur Bildung einer Hauswirtschaftskammer, wie es die katholischen Frauenbewegungen immer wieder forderten und auch die bürgerlich-liberalen, um auch zum Beispiel den großen Bereich von Frauen, die als Dienstmägde in den Haushalten arbeiten, eine politische Mitsprache oder Stellung zu ermöglichen. Dazu, zu dieser Hausfrauenkammer oder Hauswirtschaftskammer, kam es nie zu einer Gründung. Viel diskutiert und auch innerhalb der katholischen Frauenorganisationen nicht ganz unumstritten war das sogenannte Doppelverdienergesetz, das 1933 verabschiedet wurde. Und das darauf abzielte, verheiratete Frauen aus dem Bundesdienst zu entlassen. In der Verordnung hieß es, wenn das Einkommen des Ehemannes im Bundesdienst 340 Schilling monatlich erreicht, scheidet die Frau aus dem Dienstverhältnis aus oder wird in den Ruhestand versetzt. Wenn sich eine Beamtin im Bundesdienst verehelicht, und zwar gleichgültig, ob mit einem Bundesangestellten, einem Privatangestellten oder einer sonstigen Person, scheidet sie aus dem Dienstverhältnis aus. Dieses Doppelverdienergesetz betraf hauptsächlich Lehrerinnen und Beamtinnen, also die wirklich im Bundesdienst beschäftigt waren, weshalb Gegnerinnen auch von dem Lehrerinnenzölibat oder vom Staatsnonnentum sprachen. Dahinter stand diese Ideologie, dass Frauen, die verheiratet sind und wo ein erwerbstätiger Mann für das Familieneinkommen aufkommt, nicht mehr berufstätig sein sollen und den Arbeitsplatz frei machen sollen. Das heißt, dieses Gesetz hat prinzipiell eigentlich nur eine Sparte von Frauen betroffen, aber es spiegelt deutlich wider, was die Geschlechterordnung in dieser Zeit des christlichen Ständestaates beinhaltet hat. Diese Art der Frauenpolitik, die Frauen aus politischen Ämtern ausschloss, fand seine Fortsetzung in der Zeit des NS-Regimes. Auch die Nationalsozialistische Partei verstand sich seit ihrer Gründung 1919 als Männerbund, der Frauen von leitenden Positionen ausschloss und generell der sogenannten Frauenfrage nicht viel Aufmerksamkeit schenkte. Wie der christliche Ständestaat stellte auch das NS-Regime Mutterschaft als Frauenideal ins Zentrum. Bereits 1933 hatte Josef Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, in NS-Deutschland erklärt, den ersten, besten und ihr gemäßesten Platz hat die Frau in der Familie. Und die wunderbarste Aufgabe, die sie erfüllen kann, ist die, ihrem Land und Volk Kinder zu schenken. Das Geschlechterkonzept des völkischen Staates zeichnete sich durch die Propagierung einer natürlichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und der klaren Trennung zwischen Frauen- und Männerräumen aus.
Gleichzeitig wurde versprochen, die weibliche Mission mit mehr Anerkennung zu belohnen, was durch Mütterehrungen, der Verleihung von Auszeichnungen für zahlreiche oder besonders viele Geburten, dem sogenannten Mutterkreuz, unterstrichen wurde. Angesprochen von diesem Ideal waren aber ausschließlich als deutsch, arisch, gesund und politisch loyal kategorisierte Frauen. Frauen, die diesen Anforderungen nach der NS-Rassenlehre nicht entsprachen, wurden öffentlich gedemütigt, zwangssterilisiert, gefoltert und in Konzentrationslager verschleppt. Die Kategorie Rasse bestimmte also vordergründig über den Stellenwert von Menschen in der NS-Gesellschaft und nicht die Kategorie Geschlecht. Hier sind wir wieder bei diesen Verknüpfen oder notwendigen Verknüpfen von Kategorien. Ehescheidungen waren in der NS-Zeit rechtlich möglich, und zwar mit dem Hintergrund, vor allem kinderlose Ehen und sogenannte Mischehen zwischen Ariern und Nicht-Ariern zu scheiden und eine Wiederverheiratung zu ermöglichen. Die Idee einer geschlechtsspezifischen Arbeitstrennung und Segregation wurde jedoch in vielen Bereichen während der gesamten Geschichte des NS-Regimes durch andere Einflüsse konterkariert. Beispielsweise erforderte der Kriegsausbruch und der Abzug von Männern in die Wehrmacht einen verstärkten Einsatz von Frauen in sogenannten männlichen Arbeitsfeldern, beispielsweise in der Rüstungsindustrie. Ein Phänomen, das wir auch bereits im Ersten Weltkrieg beobachten können. Die NS-Ideologie schloss Frauen aus politischen Ämtern aus. Lediglich in den NS-Frauenorganisationen, in der Frauenschaft, im Bund Deutscher Mädchen, in der Deutschen Arbeitsfront und im nationalsozialistischen Volkswohlfahrt konnten Frauen als Funktionärinnen aktiv sein. Die NS-Frauenorganisationen gestalteten ein spezifisches Angebot und Kurse für Frauen, die sich großer Beliebtheit erfreuten und im Erinnerungsrückblick vieler, vor allem damals jüngerer Frauen, als bis dahin nicht vorhandenes Freizeitangebot betrachtet wurden. Frauen verloren im NS-Staat das Recht zur Zulassung zur Habilitation, zum Richterinnenamt und auch das Recht, Rechtsanwältinnen zu werden. Und es gab auch Verordnungen, der den Frauenanteil an Universitäten bei 10% halten sollte, 1933. Das wurde allerdings nicht oder konnte nicht lange aufrechterhalten bleiben. Dieser geschlechtsspezifische Numerus Clausus wurde dann allerdings zugunsten des Akademikerbedarfs für die Kriegswirtschaft aufgehoben, und gegen Ende des Krieges betrug der prozentuelle Anteil von Frauen an Universitäten 60%, also war so hoch wie lange dann auch nicht mehr danach. Aber natürlich bedingt durch die Abwesenheit von männlichen Studenten, die an die Front eingezogen wurden. Hier wird deutlich, wie widersprüchlich und ambivalent die NS-Geschlechterpolitik letztendlich war und wie groß die Kluft zwischen ideologischen Ansprüchen und tatsächlicher Politik sein konnten, vor allem nach den veränderten Bedingungen des Krieges. Wie sehen die Geschlechterverhältnisse nach dem Krieg aus, die Geschlechterverhältnisse nach 1945 mit der Zweiten Republik, mit der neuen Verfassung? Wird wieder die Gleichheit von Männern und Frauen verfassungsrechtlich verankert. Das Wahlrecht wird selbstverständlich auch wieder für Frauen eingeführt. Es gibt auch europäische Länder wie beispielsweise Frankreich, die erst jetzt das Frauenrecht einfügen, nämlich 1946. Aber also die rechtlichen Bedingungen sind eigentlich jetzt wieder gleich hergestellt wie in der Ersten Republik. Aber die politischen Handlungsspielräume werden lange nicht so genützt, gerade am Beginn der Zweiten Republik, und ausgefüllt wie am Ende der Ersten Republik, das der Fall war. Das Kriegsende, die bedingungslose Kapitulation im Mai 1945, wird oft als die Stunde Null bezeichnet. Keine Stunde Null, wenn man den Blick auf die Geschlechterverhältnisse richtet. Für Frauen und für Männer bedeutete die kriegsbedingte Trennung, die auch nach 1945 zum Teil noch lange nachwirkte, durch Gefangenschaft, generell die Situation mit Notversorgung, mit Zerstörung umzugehen, also dass der Krieg auch zumindest im Hinterkopf auch noch lange die Realität beeinflusst und Nachwehen hat. Das bedeutete keine Stunde Null und kein sofortiger Neuanfang, sondern eben noch eine lange Nachwirkung.
Allein eine halbe Million österreichischer Männer war in Kriegsgefangenschaft und es dauerte mitunter bis Anfang der 50er Jahre, bis die Kriegsgefangenen wieder zurückkommen konnten. Und diese getrennten Sphären von der, man spricht ja auch von der Front und der sogenannten Heimatfront, diese getrennten Erlebnis- und Erfahrungssphären führten zu einem eklatanten Ansteigen der Scheidungsrate, vor allem in den 40er Jahren, die dann erst wieder in den 50er Jahren sinkt. Die ersten Jahre nach Kriegsende verlangten von Frauen ein überaus hohes Maß an Notimprovisation und an Aufbauarbeit. Und ein emotional besonders heftig diskutiertes Thema der Nachkriegszeit war die Beziehung zwischen einheimischen Frauen und Besatzungssoldaten. Ich habe ja in meiner Diplomarbeit über Les Femmes Tendues gearbeitet. Das waren Französinnen, die mit deutschen Wehrmachtssoldaten, die dort zur Besatzung waren, Beziehungen hatten und die dann in den Tagen der Befreiung sozusagen als stellvertretend symbolisch für Kollaboration die Haare geschoren wurden und öffentlich vorgeführt wurden. Ähnliche Aktionen, nämlich Frauen zu bestrafen für Beziehungen zum Feind oder zum Besatzer, gab es auch in Österreich in sehr abgeschwächter Version. In Linz gab es das sogenannte Haarabschneidekommando. Das war eine Jugendbande, die Linzer Frauen, die mit amerikanischen Soldatenbeziehungen eingegangen waren, die Zöpfe abschnitt und somit sie bestrafen wollte und öffentlich sichtbar damit ein Zeichen setzen wollte. Das heißt, hier zeigt sich auch die Verknüpfung von Frauen und Nation. Was dürfen Frauen tun? Ist es moralisch vertretbar, auch mit dem sogenannten Gegner, mit dem Feind eine Beziehung einzugehen? Und nach den Jahren der vielen Brüche, nach Krieg, nach Zerstörung und schlechter Ernährungslage bestand vor allem eines Ende der 40er, in den 50er Jahren, der Wunsch nach einer sogenannten alten Ordnung oder überhaupt nach einer wiederkehrenden Ordnung. Und die Geschlechter, das zeigt sich darin, dass in den 1950er Jahren sozusagen eine Art Rückbesinnung zu sehr traditionellen Geschlechterrollenbildern in der Ehe, in der Familie, aber auch in der Arbeitswelt stattfand. Anstandsbücher, bekannt sind sicher der Knigge oder in Österreich der Ellmayr, florierten und in den folgenden Jahren legten sie fest, wie sich junge Männer und Frauen gegenüber dem anderen Geschlecht zu verhalten hatten. Ab 1948 wurden die Erwerbsarbeitsplätze auch wieder knapper, die Zahl der Arbeitssuchenden stieg und mit der Forcierung der Schwerindustrie auf Kosten der Konsumgüterproduktion hatten vor allem Frauen Arbeitsplätze wurden reduziert. Das Modell, der Mann ist der Ernährer und die Frau bleibt zu Hause, entwickelte sich in den 1950er Jahren zu einem Ideal mit normativer Kraft. Das war das Jahrzehnt, wo dieses Ideal auch von den meisten in der Realität gelebt werden konnte. Dieses Ideal bestand ja eigentlich auch schon als bürgerliches Familienideal in den 19. Jahrhundert, aber war damals für sehr viele oder den Großteil der Bevölkerung sehr unrealistisch. In den 50er Jahren, auch mit dem beginnenden wirtschaftlichen Wiederaufbau, wird dieses Ideal zumindest von den meisten lebbarer. Allerdings stand es auch im Gegensatz zu einer Nachkriegsrealität, die sehr viele Frauen betraf, nämlich einem Leben ohne Partner. Der sogenannte oder viel zitierte Frauenüberschuss, der kriegsbedingt begeben war, wirkte sich noch lange aus. Zum Beispiel 1951 noch kamen in Oberösterreich auf 100 Männer 111 Frauen. Die Republikgründung, die politische Rekonstruktion von Staat und Gesellschaften waren nahezu rein männliche Akte. In den von den Besatzungsmächten vorgegebenen Strukturen arbeiteten die Parteien ÖVP, SPÖ und die KPÖ anfangs zusammen. Frauen führten im Rahmen dieses parteistaatlichen Formierungsprozesses ein Schattendasein. Die in den Parteien aktiv mitarbeiteten Frauen, es gab ja auch nach 1945 in allen Parteien wieder Frauenorganisationen, aber die bekleideten fast ausschließlich niedere Funktionen und kümmerten sich um traditionell weibliche Bereiche wie soziale Einrichtungen, Familienangebote und so weiter. Und das, obwohl Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg die absolute Wählerinnenmehrheit hatten, und zwar eklatant. 1945 waren 64% der wahlberechtigten Frauen, also zwei Drittel. Und 1949 waren es immer noch 57%, ein Wert, der sich über die 50er und 60er Jahre konstant hielt.
Eine dementsprechende politische Macht ist Frauen allerdings in dieser Zeit daraus nicht erwachsen. Ganz im Gegenteil, nicht nur am Arbeitsmarkt machten sich Tendenzen breit, die Frauen wieder in den Privatbereich zu drängen. Auch an den politischen Verhandlungstischen waren Frauen erst auf dem zweiten Blick zu finden und es blieb meist, wenn überhaupt, bei einem Gruppenbild mit Dame. Sie verzeihen mir, das ist ein Bild des Salzburger Landtages 64, 65, nicht des oberösterreichischen, aber es hat hier eher eine symbolische Funktion. Und zwar eben, das ist der Salzburger Landtag 1964, 65, ich habe das Bild genannt, ein Suchbild, sind genau zwei Frauen im Landtag vertreten und das war eine Situation oder ein Phänomen, das sehr häufig in diesen Nachkriegsjahren der Fall war, nämlich eine Frau für die SPÖ und eine Frau für die ÖVP, das sogenannte Frauenmandat, also eine Frau musste an einer wählbaren Stelle sein, damit man auch die Wählerinnen ansprach, allerdings auch nicht mehr. Sehr bezeichnend ist auch folgender Vergleich 1919, also bei der ersten Wahl, wo Frauen wählen durften. Nach der ersten bundesweiten Wahl betrug der Frauenanteil in der Nationalversammlung 5,7%. Sie erinnern sich an die vorhergehende Statistik. Ein Anteil, der, was raten Sie, wann wieder erreicht wurde? Erst nach 56 Jahren, und zwar 1975. Und die magische 10%-Grenze überschritt der Frauenanteil im Nationalrat erst 1983. Hier sehen Sie einen Überblick, ich hoffe, Sie können, es ist halbwegs gut zu lesen, wie sich dieser Anteil und Prozentanteil von Frauen im Nationalrat entwickelt hat. Und da sieht man auch ganz schön, wie lange die Gesellschaft gebraucht hat, sozusagen Frauen hier ganz automatisch ganz so automatisch ist es immer noch nicht mitzudenken als Politikerinnen. Und erst 21 Jahre nach Kriegsende fand die erste Frau einzig in die Regierung. 1966 wurde Grete Rehor die erste Ministerin. Und zwar Ministerin für Soziales in der ÖVP-Alleinregierung. Und sie war zuvor bereits seit 1949 für die ÖVP im Nationalrat und blieb bis 1970 Ministerin. Die zweite Ministerin war Hertha Firnberg. Sie trat 1970 unter der Regierung Kreisky aufs politische Parkett und zwar in einem eher untypischen Ressort für Frauen, nämlich dem Wissenschaftsressort. Sie hatte Jus und Sozialgeschichte studiert und führte dann bis 1983 das neu gegründete Ministerium für Wissenschaft und Forschung und führte maßgeblich die in den 70er Jahren umgesetzte Universitätsreform ein. Ein Jahr später übernahm Ingrid Leodolter das Gesundheitsministerium bis 1979. Sie führte den Mutter-Kind-Pass beispielsweise ein und letztendlich eine der zentralen politischen Figuren der Nachkriegszeit, was Frauenpolitik betrifft, sicherlich war schließlich Johanna Donald, die 1979 von Bruno Kreisky als eine von zwei Staatssekretärinnen für Frauenfragen ins Kabinett geholt wurde. Sie war 1990 bis 1995 auch die erste Ministerin des Bundesministeriums für Frauenangelegenheiten. Mit den zwei Staatssekretariaten, wie ich erwähnt habe, eines für allgemeine Frauenfragen, das wurde Donalds Referat und eines für Angelegenheiten der berufstätigen Frauen, das im Sozialministerium angesiedelt war, allerdings dann 1983 wieder aufgelöst wurde. Damit, mit diesen beiden Staatssekretariaten 1979, begann in Österreich, was man institutionalisierte Frauenpolitik nennt. Das heißt, die Gleichstellungspolitik hat damit einen offiziellen Platz in der Politik bekommen. Der Anteil an Frauen im Parlament hat sich mittlerweile bei so circa 30% eingependelt, wobei sehr deutliche Parteiunterschiede bestehen. Also hier sehen Sie einen Europavergleich, mit farblich gekennzeichnet, also die braunen markierten sind, wo Frauen eher wenig repräsentiert sind, die dunkelblauen, der Norden, Skandinavien immer wieder als Vorzeigebeispiel für progressiv umgesetzte Frauen- und Gleichstellungspolitik, hat hier die größten Werte. Österreich liegt da so im Mittelfeld. Hier die vergleichsweise die Anzahl in den
verschiedenen Parteien, also die Grünen mit dem sich gesetzten und umgesetzten Ziel der 50% Umsetzung der Mandatarinnen und Mandatarinnen, gefolgt von der SPÖ mit 36% und dann mit ÖVP um die 23% und die FPÖ mit 17%. Also das heißt, es ist auch ein großer Unterschied hier von welchen Parteien, aber das haben wir auch schon in der Ersten Republik so gesehen. Interessant vielleicht auch noch, wie sieht es aus in der Bundesregierung? Auch hier so circa 30% hat sich eingependelt bei der Verteilung der Ministerposten und Ministerinnenposten. Ein 40% Highlight unter der Regierung Gusenbauer. Damals waren 5 Ministerinnen und 3 Staatssekretärinnen bestellt. Eine politische Ebene, wo Frauen noch immer eklatant unterrepräsentiert sind, ist das Bürgermeisteramt. Wenn Sie jetzt raten müssten, wie viele Bürgermeisterinnen prozentuell es in Österreich gibt, was würden Sie sagen? Murmel, murmel. 20, 12. Ich gebe einen weiteren Hinweis, es ist ungefähr so eine hohe Prozentquote, wie Väter in Karenz gehen. Sie wissen, dass 20% und 10% zu viel sind, also es sind circa 4%. Und da zeigt sich, also so würde ich das interpretieren, dass Österreich mit sehr vielen ländlichen Gemeinden, das offensichtlich auch noch ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle ist, ob es vorstellbar ist, dass Frauen in Führungsleitungsspitzenpositionen der Politik treten. Also sowohl in der Betrachtung von Männern als auch von Frauen selbst. Apropos Eltern und apropos Familien, apropos Karenz. Ein Meilenstein in der Gleichstellungspolitik der Zweiten Republik war sicherlich die Reform des Familienrechts 1976. Damit wurde, wie Ingrid Bauer es formuliert, ein 150 Jahre altes patriarchales Fossil außer Kraft gesetzt. Denn bis 1975 hatte nämlich das Familienrecht des 1811 erlassenen, ich wiederhole, 1811 erlassenen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches Gültigkeit. Und dieses AGBG schrieb den Grundsatz fest, dass der Mann das Oberhaupt der Familie war. Das heißt, bis dahin war es festgelegt, dass Frauen den Namen des Ehemannes tragen mussten, dass sie dem Ehemann an dessen gewählten Aufenthaltsort folgen mussten und außerdem für Erwerbsarbeit das Einverständnis des Ehemanns einholen mussten. Die mit der Familienrechtsreform 1976 neu etablierte rechtliche Form der Familie war eine partnerschaftliche Ehe und sah gleiche Rechte und Pflichten für beide Partner vor. Beim Familienrecht und der Debatte darum zeigt sich eines ganz deutlich. Gleichstellungspolitik betraf und betrifft in erster Linie den öffentlichen Bereich und erst in zweiter Linie den Privatbereich. Zum Vergleich, wenn wir uns erinnern, das Wahlrecht, die politische Gleichstellung, der öffentliche Bereich, bereits 1918, 1919 erfolgt hier eine Gleichstellung. Für den Privatbereich dauert es fast 60 Jahre länger. Und das nicht, weil es noch niemanden auf die Idee gekommen wäre, dass die Familienrechtsreform durchzuführen, sondern in den 1920er Jahren sind schon sehr, sehr viele Forderungen dahingehend auf den Tisch gestanden. Auch die sozialdemokratischen Politikerinnen Adelheid Popp, Gabriele Proft haben sich bereits dafür für eine Gleichstellung innerhalb der Familie eingesetzt. Diese idealtypische Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privat, die sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts als Norm durchsetzte, hat über Jahrzehnte eine Beschränkung des Politikverständnisses auf das Öffentliche zur Folge und damit lange Zeit auch den Blick verstellt, was die wirklichen Barrieren und Hindernisse auch sind für Frauen, sich im Feld der Politik, aber auch am Arbeitsmarkt zu behaupten. Und weiters ging dadurch auch verlor man dadurch aus dem Blick den Wert dieser sogenannten Reproduktionsarbeit, sprich dieser Bereiche, die typisch Frauenbereiche gelten, nämlich Kindererziehung, Haushaltsführung, Pflege von Angehörigen, ehrenamtliche Sozialdienste. Und ich würde mal sagen, das ist zum Teil immer noch viel zu wenig beachtet und hat immer noch zu wenig politische Relevanz. Es zeigt sich auch an diesem Privatbereich, dass die Debatten um Regelungen, um Neuerungen immer sehr hitzig sind, sehr ideologisch aufgeladen. Beim Namensrecht, auch bei dieser Reform des Familienrechts kann man das beobachten. Und wie umstritten politische und rechtliche Regelungen des Privaten sind, finde ich, zeigt sich auch ganz gut bei dieser Debatte um die Gleichstellung von homosexuellen Paaren und beziehungsweise der Legalisierung
der sogenannten Homo-Ehe. Also auch da geht es eigentlich um einen Privatbereich, der hier politische Regeln und Gesetze eingreifen sollen, aber es ist eine sehr hitzige Debatte. Das Private ist politisch, das war auch ein Slogan der neuen Frauenbewegung und damit bin ich bei dem Motor oder einem der wichtigsten Motoren für diese Gleichstellungsveränderungen in den 1970er Jahren, die dahingehend ja ein sehr wichtiges Jahrzehnt waren. Die neue Frauenbewegung entstand aus den bürgerlichen sozialen Bewegungen, aus der Studentenbewegung und kam auch nach Österreich in den 1970er Jahren. Und die Forderung, die ganz zentral war, waren, dass Frauen über ihr Leben selbst bestimmen sollten und diese Selbstbestimmung und Freiheit in der Gestaltung ihres Lebens auch von öffentlicher Seite her garantiert werden sollte. Das heißt, das betraf vor allem den Arbeitsmarkt, gleicher Lohn und gleiche Karrierechancen. Das betraf auch eine Kritik an der bestehenden Sexualmoral, Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Mein Bauch gehört mir, auch ein sehr bekannter Slogan, diese Debatte um die Straffreiheit für Schwangerschaftsunterbrechung, die Reform des Paragraph 144 und generell die Infragestellung von patriarchalen Gesellschafts- und Familienstrukturen. Also die Familienreform ging da auch in diese Richtung. Zu Beginn betraf diese Frauenbewegung, diese Frauenemanzipationsbewegung vor allem organisierte Frauen, auch in den Parteien, aber immer mehr entstanden auch autonome Frauengruppen in den 70er, auch Anfang der 80er Jahre, dann noch auch in den Bundesländern, die Frauenräume etablierten und schafften. Zum Beispiel eigene Buchverlage, Frauenkulturzentren und 1978 wurde das erste Frauenhaus in Wien eröffnet. Diese nationalen Frauenbewegungen fanden auch international ihren Niederschlag. 1975 erklärte die UNO zum Jahr der Frau und organisierte seither bisher 4 Weltfrauenkonferenzen in Kopenhagen, Beijing, Nairobi und in Mexico City. Und auf diesen sollte die Situation von Frauen weltweit beleuchtet und diskutiert werden. Die UNO verabschiedete auch die CEDAW, die Konvention zur Eliminierung jeglicher Form von Diskriminierung von Frauen Anfang der 1980er Jahre. Auch Österreich hat 1982 diese Konvention unterschrieben und sich somit verpflichtet, Antidiskriminierung sicherzustellen und gesetzlich dafür zu sorgen. Allerdings ist diese Konvention relativ zahnlos. Es gibt zwar ein Berichtswesen, jeder Staat und jeder unterzeichnete Staat muss alle 2 Jahre einen Bericht abliefern, aber die Konsequenzen für Diskriminierungen sind nicht da und insofern ist da wenig passiert eigentlich. Aber es ist ein wichtiges Symbol international. Zahlreiche Gesetze sind auch seit den 70er Jahren zur Gleichstellung oder die Gleichstellung erlassen worden. Das Gleichstellungsgesetz des Bundes 1979, das immer wieder novelliert wurde, Karenzrecht für Väter, Namensrecht, also da gibt es eine ganze Reihe. Allerdings sind auch noch sehr viele Forderungen offen geblieben. 1997 fand das Frauenvolksbegehren, organisiert von einer autonomen Gruppe, statt. 650.000 Österreicher und Österreicherinnen haben unterschrieben, aber nur sehr wenige der Forderungen wurden bisher erfüllt. Wie sieht es heute aus mit Gleichstellungspolitik? Wie funktioniert das? Ein Zauberwort oder ein viel zitiertes Wort ist sicher Gender Mainstreaming, das heute viel verwendet wird. Eine EU-Strategie, die 1997 im Vertrag von Amsterdam festgelegt wurde und sozusagen ein möglicher Weg, eine mögliche Strategie sein soll, um Chancengleichstellungspolitik zu verwirklichen, in den Mainstream, in den Hauptstrom zu bringen. Das heißt, für alle öffentlichen Entscheidungen sollte mitgedacht werden, was für Auswirkungen diese Entscheidungen auf Männer wie auf Frauen haben und auf die Lebensrealität von Männern und Frauen. Ist zum Teil ein sehr schwieriges Instrumentarium, aber ich glaube, es hat zumindest in den Köpfen, obwohl sehr viele, würde ich mal sagen, immer noch nicht genau wissen, wie sie damit umgehen, aber zumindest kann man da kaum mehr vorbei. Auch Österreich hat sich verpflichtet zu Gender Mainstreaming, auch Oberösterreich hat sich verpflichtet zu Gender Mainstreaming. Gender ist überhaupt ein sehr viel benutzter Begriff geworden. Die Gender Studies an den Universitäten haben mittlerweile auch einen gewissen Standard, dass man das macht. Auf der Uni Linz zum Beispiel ist im Frauenförderplan festgelegt seit 2004, dass in allen neuen Studienplänen
verpflichtend Gender Studies eingeführt werden müssen. Das heißt, Studierende sollen Wissen über Geschlecht als Wirkungsfaktor im gesellschaftlichen Bereich bekommen und somit eine Gender-Kompetenz vermittelt bekommen, damit sie das dann in ihren Berufsfeldern auch kritisch umsetzen können und hier einen differenzierten Blick entwickeln. Feminismus, was ist das heute noch? Ich würde mal sagen, vielfach auch eine Generationenfrage. Es gibt sehr viele auch neuere Ausformungen von Feminismen, auch jüngere Ausformungen. Man spricht mittlerweile ja nicht mehr von der ersten Welle der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert, der neuen Frauenbewegung, der zweiten in den 70ern, sondern es gibt mittlerweile schon eine dritte Welle und eine vierte Welle. Sehr viel orientiert man sich da auch an den amerikanischen Diskussionen. Auch das Internet spielt hier durchaus auch schon eine Rolle. Generell, glaube ich, kann man feststellen, dass es eine Tendenz gibt von gemeinsam sind wir stark, das sicher noch so ein Ideal 1970er Jahre war, hin zum ich schaffe es schon allein, also eine Tendenz zur Individualisierung von Problemlagen. Das merkt man immer auch wieder. Gerade vor kurzem ist ein Buch erschienen, das heißt Die Feigheit der Frauen, dass Frauen vorwirft, dass sie selber schuld sind daran, dass sie nicht an die Spitzenpositionen kommen, weil sie zu wenig Ellbogentaktik anwenden, weil sie sich zu wenig zutrauen. Und das ist auch ein Phänomen, eben das Soziologinnen und Soziologen untersuchen, dass weniger die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Strukturen jetzt als Gründe gesehen werden, sondern immer mehr auch wieder individuelle. Also man könnte es schon selbst auch schaffen, man ist eigentlich selber seines Glückes Schmied. Junge Frauen, und das sagen uns Umfragen, haben heute den Eindruck, völlig gleichberechtigt und chancengleich zu sein und sehen sich nicht mehr als Opfer der Verhältnisse, fühlen sich nicht diskriminiert und wollen es vor allem auch schon gar nicht sein. Die Rede ist auch von sogenannten Alpha-Mädchen, von Superwomen. Und die strukturelle Benachteiligung, und das zeigen auch Studien, werden Frauen oft erst bewusst, wenn dann die Frage nach Karriere und die Frage auch nach Familie auftaucht. Als Resümee vielleicht möchte ich ein paar Felder skizzieren, wo ich finde, dass auch heute noch ganz deutliche Unterschiede bestehen oder Ungleichheiten bestehen. Und zwar ist das einerseits der Arbeitsmarkt, den wir in der Forschung als geschlechtersegregierten Arbeitsmarkt bezeichnen. Es gibt noch immer so etwas wie Frauenjobs und Männerjobs, die dann auch in der Folge unterschiedlich bezahlt sind und unterschiedliche Karrieremöglichkeiten aufweisen. Die sogenannte Lohnschere ist ja sehr viel in den Medien und sehr viel zitiert, wird auch Gender Pay Gap genannt europaweit. Also da geht es um die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen bei gleicher Qualifikation. Und die ist in Österreich besonders hartnäckig und besonders deutlich. Ein weiteres Problem ist die sogenannte gläserne Decke, also das Phänomen, dass mit steigender Karrierehierarchie zunehmend weniger Frauen in diesen Führungspositionen vertreten sind. 4,4% beispielsweise Geschäftsführerinnen gibt es nur in den Top 200 Unternehmen in Österreich. Und 10,3% in diesen Unternehmen Frauen in den Aufsichtsräten. Und da setzen ja die bekannten und in letzter Zeit sehr viel diskutierten politischen Strategien mit der Quotenregelung und so weiter an. Auch die Situation in den Familien und privaten Beziehungen ist in keinster Weise egalitär, würde ich mal sagen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird fast ausschließlich nach wie vor in Bezug auf Frauen debattiert. Das partnerschaftliche Familienmodell existiert, ja, aber in der Realität ist die Zuständigkeit im Bereich von Frauen nach wie vor das Private. Und das zeigt sich auch sehr viel in Teilzeitquoten. Fast alle Teilzeitjobs werden von Frauen vertreten oder bekleidet. Und das hat natürlich weitere Folgen in der wer kriegt wie viel Pension, Armutsgefährdung von Frauen im Pensionsalter ist wesentlich höher als die von Männern. Die Soziologin Angelika Wetterer spricht hier von der rhetorischen Modernisierung. Das heißt, sowas wie eine gewisse verbale Aufgeschlossenheit zu Gleichberechtigung, zu Chancengleichheit der Geschlechter, zu Veränderung in der Geschlechterverhältnisse, aber eine weitestgehende Verhaltensstarre, würde ich es mal nennen. Und das trifft vor allem den privaten Bereich und den alltäglichen Bereich. Im Bildungssektor kann man sagen, dass der Zugang zu Schulen, zu Studien, ich habe gesagt seit 1945 zu allen Studienrichtungen für Frauen überall möglich ist.
Allerdings kann man auch an den Universitäten sehen, diese gläserne Decke wirkt auch hier. Nur 17% der Professoren sind weiblich, nur 17% Professorinnen. Es gibt kaum Rektoren, ich glaube jetzt eine oder zwei. Die Politik hat versucht, in den letzten Jahren Anreizsysteme zu schaffen. Also für jede Professorin, die bestellt wurde, haben Universitäten Geld bekommen. Das hat zumindest zu einer Steigerung von 10% geführt. Vor 10 Jahren waren nur 7% Professoren. Also das heißt, diese Maßnahmen, es war sicher nicht der einzige Grund, es sind jetzt auch mehr Frauen, die in diesen höheren Ebenen qualifiziert sind, aber trotzdem führen politische Regulative immer nur dazu, wenn es auch einen Anreiz oder beziehungsweise ein Abschreckungssystem gibt. Das haben viele Studien gezeigt. Es gibt dann die sogenannten MINT-Fächer, die jetzt viel diskutiert werden. Das ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, wo nach wie vor noch sehr, sehr wenige Frauen als Studentinnen und dann als Absolventinnen und dann noch viel weniger als Assistentinnen vertreten sind. Auch da gibt es vom Ministerium Programme. Und schließlich der politische Bereich, wie sieht es da aus? Ich habe Ihnen ja einige Statistiken gezeigt. Von dem Prozentsatz 50% sind wir noch weit weg. Es gibt auch noch einige Positionen, die noch nie von Frauen in Österreich bekleidet worden sind. Es wird viel um die Diskussion um die Quote jetzt geführt. Und ich würde mal sagen, auch eine Rückentwicklung, zumindest eine teilweise, ist jederzeit auch möglich. Und vielleicht noch mal ganz abschließend, um diese Frage der gesamten Reihe hier aufzugreifen, die Veranstaltung hier durchzieht. Was können wir aus der Geschlechtergeschichte des 20. Jahrhunderts lernen? Dann würde ich das mal so beantworten, dass auf alle Fälle erstens Demokratie eine Grundvoraussetzung für Gleichstellung als politisches Thema ist. Das hat sich einfach in diesem 20. Jahrhundert gezeigt. Dann, wenn keine Demokratie als System vorlag, hat es sofort einen ganz großen Rückschritt gegeben. Und für grundlegende gesellschaftliche Veränderungen Richtung Chancengleichheit und Gerechtigkeit braucht es einen sehr langen Atem und ein anhaltendes Engagement. Und das betrifft nicht nur, würde ich mal sagen, Geschlechtergerechtigkeit, sondern generell Gerechtigkeit auch, was andere unterrepräsentierte gesellschaftliche Gruppierungen betrifft. Vielen Dank.